Hallo und herzlich willkommen zu Witchhound. Ich grüße euch, meine Lieben. So, es ist seit der ersten Folge, die wir hier mit Witchhound begonnen haben, ist es schon ein Weilchen her. Aber wir werden jetzt hier trotzdem mal weitermachen und wollen jetzt mal endlich mal unsere Beste hier kriegen, unseren Werwolf, der uns in der letzten Folge ja ein bisschen hops genommen hat. Ja, ich hoffe, wir werden das Biest jetzt endlich kriegen. Um diesem Wahnsinn hier zu entgehen. So, ich bin hier oben. Genau da bin ich halt jetzt in der Cam halt jetzt wieder in Schwarz-Weiß. Ich dachte, ich will so diese Atmosphäre aus der Horrornacht schon irgendwie halten. Ja. Okay, looten können wir hier auch. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir looten können. Finde ich gar nicht mal so dämlich. Ja. He's coming. He's coming. So, ich habe schon gerade schon bei der ersten Probeaufnahme gemerkt, ich bin zu leise. Also werde ich jetzt das Mikrofon so nah wie es geht jetzt an mich heranholen, um halt auch halt hier richtig reinzusprechen. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Nein. Geh weg. Geh weg. Das hat sich gerade in unserer Nähe befunden. Also wie ich das ja schon in der letzten Folge gesagt habe, wir müssen so ein bisschen halt auf das... Das ist ähnlich wie DBD. Wir müssen halt auf unseren Herzschlag achten. Und je näher wir der Bestie kommen oder den Kreaturen, desto, ja, desto falscher sind wir an diesem Ort. Oh, so lost. Oh Mann, ich bin so lost. Ey, ihr könnt es sagen, ich bin einfach so lost. Das glaubt ihr gar nicht, wie lost ich jetzt bin. Ja, da hinten müssen wir hin. Alter! Eigentlich sollte ich jetzt mal eben eine Heilpflanze nehmen. Machen wir auch gleich. He's coming. Aber was kommt? Der Werwolf? Hier ist der Werwolf. Wir haben gerade 50 Mana verbraucht, um halt die Sicht auf dieses Vieh zu haben. Jetzt ist es doch wieder da. Wo ist denn jetzt? Ey, du wirst einfach nicht schlau aus den Viechern hier. Ach ja, na. Da musste ich mich einmal kurz entschuldigen. Die Katzen haben mich wieder aufgehalten. Nein! Ach, diese Schlangen! Fuck! Okay. Was auch immer die Blitzeinschlagposition ist. Positioner. Ja, ob das hier funktioniert, weiß ich nicht.
ob wir hier jemals vorankommen in dem Spiel. Aber ich habe jetzt gesehen mittlerweile, es ist ein sehr gutes Spiel, hat auch sehr gute Bewertungen auf Steam. Ist auch von einigen bekannteren Gamern bzw. Let's Playern auch gezockt worden. Unter anderem Pan hat es gezockt. Ich glaube, der Bruger hat es auch gezockt. Also bin ich ja mal gespannt. Da hinten sind wir ganz hingewandert. So. Okay, offensichtlich, haben wir den Werwolf aus den Augen verloren. Okay. Du hast vier Dietriche aufgehoben. Nice. Okay. Also das ist die Karte. Aber gut, wir haben jetzt echt geilen Loot gefunden. Ich würde jetzt gerne speichern. Ist das möglich? Ist das möglich? Alles klar. Das war sehr effektiv. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich glaube, du wirst gerissen. Ich denke, das Spiel speichert jetzt mal eben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt nach Bellevue wollte. Und nach Belleville. Eigentlich nur mal zu speichern. Danke, sonst haben wir hier ja nichts, ne? Doch, wir haben in der ersten Folge den Bürgermeister verpasst. Den können wir nochmal aussuchen. Good evening, sir. As the mayor of Belleville, I can guarantee that if you'll really be able to help our town, your doings will be greatly rewarded and you'll have our eternal gratitude. To get to the woods, go across River Bridge. Be careful. People have seen some undead creatures in those woods, so we are dealing with something much more sinister than just a wild beast. Ja, ja. Good luck, and God bless you. Danke.
Okay, konnten wir hier was nehmen? Alles gesperrt. Ja, okay, der Bürgermeister konnte jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Ja, würde ich sagen, machen wir mal hier wieder einen auf Schnellreise. Oh Leute, ich sag euch, die Horrornacht, die fickt mich jetzt heute noch. Also, ich merke mittlerweile, dass ich zu wenig Schlaf habe. Aber dafür ist dieser Sonntag ja gut da. Und im Endeffekt muss ich sagen, bin ich auch froh. Die Frage ist einfach nur, A, wo ist der Werwolf? Und B, wann wird eigentlich mal der Tag kommen, an dem wir dieses Vieh eigentlich mal beseitigen können? Irgendwann muss das Vieh uns ja mal auf die Pelle rücken. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt auch keine wirklichen Hinweise, also das Spiel nimmt uns jetzt hier nicht sonderlich jetzt an die Hand, was das jetzt hier betrifft. Also, wir werden jetzt hier nicht irgendwie eingeführt. Es gibt auch kein Tutorial, was uns hier einführt, was wir jetzt hier zu machen haben. Sondern wir müssen das so ein bisschen halt selber jetzt herausfinden. Also heißt, auf Deutsch, wir sind auf uns alleine gestellt. Was natürlich auch sehr geil ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das unheimlich liebe. Diese Flüsterer, ne? Ich hasse die. Ich hasse die jetzt schon. Geht weg. Aber der Werwolf ist auch nicht hier, ne? Wo ist das Vieh denn? Muss ich jetzt doch den ganzen Wald? Der Nebel sieht auch nicht gerade so gesund aus. Verdächtig. Der Nebel ist gerade verdächtig. In so einen Nebel gehe ich lieber mit 100% rein. Also 100% Leben. Also die Atmosphäre, muss ich sagen, ist in dem Spiel echt gut gelungen. Also ich muss sagen hier, für das Geld, was dieses Spiel letztendlich gekostet hat, top. Das Spiel hat wirklich, ich weiß nicht, das Spiel ist mir ans Herz gewachsen. Also, das ist echt ein Horrorgame, wo ich sagen würde, ey komm, Archiv, das kannst du streamen. Was heißt streamen, aber das kannst du auf Let's Play. Oh, es hat jetzt geruckelt. Die Engine lädt jetzt hier, glaube ich. Oha. Also, es hat bei mir jetzt im Spiel auch eben kurz geruckelt. Wir sollten uns das lieber für den... Ich finde, wir sollten uns das eher für den Werwolf aufheben. Finde ich jetzt. So, wir sind jetzt auf der Seite der, ich würde jetzt gucken, ob wir hier halt einen Werwolf oder ob der hier jetzt halt irgendwo ist, ne? Weil dieses Gebiet ist einfach sehr, sehr groß.
Und das Scheißvieh kann überall sein. Das ist das Ding. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Es ist schon cool gemacht. Es ist schon wirklich cool gemacht. Scheiße, ich habe was vergessen wegen der Dietriche. Okay, es gibt hier offensichtlich mehrere Brücken. Alter, wie groß ist die Map? Das wüsste ich mal gerne. Wie groß ist die Map? Oha. Bruder, da muss ich aber mal ganz dringend los hier. Ja, okay, la la la. Alter, es kann doch nicht so schwer sein, so ein fucking... Das ist das erste Horror-Game, wo ich das Vieh so hart suchen muss und es mich nicht will. Story of my life. Jetzt fange ich sogar an, schon von den Viechern Körbe zu kriegen. Ah, das sind Zustände. Mein lieber Werwolf, wo bist du nur hin? Mein lieber Werwolf. Warum ist da gerade ein Baum umgefallen? Ihr habt das auch gesehen, ne? Ja, ich zeig euch jetzt mal, warum ich die Dietriche haben wollte. Wenn das hier hinten ist, dann zeige ich euch auf jeden Fall, warum ich die Dietrich haben will. Ich habe diese scheiß Viehsuche, ne? Ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen. An sich ist das Spiel gut, nur dieses Suchen. Waren das wieder diese Flüsterer? Le Schatten. Das Problem ist einfach, wenn wir denen zu nahe kommen, dann ziehen die uns unheimlich schnell Leben ab. Danke, hab kein Interesse. Und ich lauf doch noch weiterhin, ne? Ja, ihr könnt's ruhig sagen, ich bin ein bisschen selten dämlich. Die Sache ist einfach die. Das war der Baum, der umgefallen war. Und die Frage ist, was hat den Baum zu Fall gebracht? Was oder wer hat die Bäume zu Fall gebracht? Ja, ich bin enttäuscht, dass ich jetzt hier kein Herz klopfen höre. Was mich jetzt so ein bisschen wieder auf die Fährte von dem Werwolf bringt. Ist ein bisschen langwierig, wenn man das halt immer suchen muss. Finde ich jetzt so, ne? Also, ne? Sag ich jetzt mal so. Ich laber wieder zu viel. Ich weiß, ich laber zu viel.